Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Heute, beziehungsweise in dieser Ausgabe, widmen wir uns mal einer der Forzaton-Aufgaben. Und die Forzatons oder der Forzaton hat sich ja im vierten Teil der Horizon-Serie schon ein wenig verändert. Ganz nach dem Vorbild von ja wahrscheinlich vielen MMORPGs gibt es jetzt tägliche, stündliche und auch wöchentliche Aufgaben zu meistern. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Wir gehen mal ganz kurz hier raus aus unserem neuen Haus, was wir uns ja gegönnt haben. Ja, das kleine schicke Ding. Und gehen mal ganz kurz hier auf Horizon Live und dann Forzaton Herbst. Und da sehen wir, wir haben hier die wöchentliche Aufgabe, die tägliche Herausforderung, die wir schon geschafft haben. Wobei wir da sehen, in 5 Stunden 45 gibt es zum Beispiel dann die nächste Herausforderung und so weiter. Und ja, die stündlichen Herausforderungen sind eben diese Horizon-Live-Geschichte, die wir da jetzt auch in den letzten Folgen immer gesehen haben. Das heißt, wir werden in dieser Folge das wahrscheinlich auch noch sehen, so ungefähr in 15 Minuten, nenne ich mal, in 10 Minuten wird wieder so ein Countdown ablaufen. Das sind die stündlichen Herausforderungen. Eben hier gibt es tägliche und eben auch wöchentliche. Und diese wöchentliche würde ich ganz gerne jetzt machen. Und die wöchentliche Aufgabe ist in mehreren Schritten unterteilt. Das heißt, man muss mehrere Aufgaben erfüllen, damit man das wöchentliche tatsächlich schafft. Und die Aufgabe ist folgende: Besitze und fahre den imposanten 2016er Lamborghini Centenario LP770-4. Ja, das heißt, man muss ihn erstmal besitzen, damit man hier weitermachen kann. Und den zu besitzen ist eine teure Sache. Aber ihr seht, wir haben immerhin schon mal 2,8 Millionen Credits. Und die reichen gerade so, um den zu kaufen. Und ja, ich habe mir einfach gedacht, komm, ist doch egal, ja, ob wir das Geld jetzt haben oder nicht. Ich muss ja nicht alles sparen, wir können es ja auch wieder ausgeben. Und außerdem, so ein Centenario ist doch cool. Das Coverfahrzeug aus dem Vorgängerteil aus Horizon 3. Das heißt, wir importieren sozusagen jetzt den Lambo von Horizon 3 nach Horizon 4, beziehungsweise von Australien hier nach England. So, dann gehen wir erstmal zu Lamborghini. Und er ist nicht der teuerste Lambo, das habe ich auch schon geguckt, aber das können wir gerne selber nochmal schnell gucken. So, da haben wir ihn. 2,3 Millionen kostet das gute Teil. Der Veneno kostet 4,5 Millionen. DSS Elemento 2,5 Millionen, also das sind schon mal ein paar richtig teure Boliden mit dabei, das darf man echt nicht unterschätzen, also ja, schon heftig, wenn man den im Wheelspin zieht, dann wäre natürlich cool, aber haben wir nicht, deswegen, ja, wir geben zum ersten Mal richtig, richtig viel Geld aus, aber das mache ich doch gerne und außerdem, Centenario ist ein cooles Fahrzeug, war das beste Fahrzeug oder wenn nicht, das eines der besten Fahrzeuge tatsächlich im Vorgängerteil. Und ich glaube, auch in dem Teil ist es nach wie vor ein richtig, richtig gutes Fahrzeug. Deswegen, ja, wählen wir es aus, kaufen wir uns den Centenario. Ja, 2,3 Millionen sind weg. Oh mein Gott. Düp, 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 düp. Oh yeah. Das ist schon ein böses Ding. Das ist schon ein richtig böses Ding. Gucken wir uns das doch einfach mal an hier. Blub, ja natürlich, die Türen gehen so auf, das ist klar. Ja, als Basis dient natürlich der V12-Motor, den man auch zum Beispiel im Aventador hat, allerdings halt ein bisschen aufgepimpt das Ganze. Wie gesagt, 770 steht da nicht umsonst im Namen, 770 PS in diesem Teil wurde ja als Jubiläumsmodell gebaut und wie schon eben erwähnt, war das Coverfahrzeug von Horizon 3, schaut das nicht gut aus. Also ich muss echt sagen, die Innenräume haben sie echt nochmal so viel schöner gemacht von Teil 3 hier nach Teil 4. Im Vergleich natürlich zu Motorsport 7 ist es sehr ähnlich. Also man sieht sehr, sehr viele Sachen von Motorsport 7 sind auch hier wieder reingeflossen. Und ja, es macht auch unglaublich viel Spaß, in der Cockpit-Sicht zu fahren, weil die einfach so unglaublich gut ausschaut. Ja, ich würde sagen, oh, was ist mit der Kamera los? Ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück auf die Straße. Wir werden den auch noch tunen, sofern das Geld reicht. Aber jetzt gucken wir uns das Ding erst nochmal an hier auf der Straße. Oh yeah. Geil. So, ja, jetzt gucken wir nochmal. Müssen wir eigentlich jetzt die erste Aufgabe erledigt haben. Genau, absolviert. Was müssen wir denn als nächstes machen? Ein Jahrhundert Lamborghini. Dieses Ding wirkt, als könne es sich mit einem Kampfjet messen. Im Lamborghini Centenario 2 Straßenstreckenveranstaltung gewinnen. Sollte ein, also damit ein Kinderspiel, soll ein Kinderspiel sein. Okay, dann machen wir das doch direkt mal. Ein
Straßenrennveranstaltung. Ist es eine Straßenrennserie? Ja, wird das sein, oder? Weil wir haben ja noch dieses Straßenszene-Gedöns hier, das hier. Aber es hieß ja schon Straßenrennserie, ne? Dann machen wir das mal, wir fahren da einfach mal hin. Ja? So, zack. Ist ja gerade um die Ecke. Na, gucken wir doch mal, ob wir damit Erfolg haben. Wir werden ja gleich nach dem ersten Sieg... Ah, jetzt kommt auch die Meldung, dass ich es erreicht habe. Oh, einfach ein böses Ding. Mann, 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 Mann. Ah, der hat schon richtig gut Grip. Ich habe wieder einen anonymen Anruf erhalten, dass ein herrenloser Klassiker irgendwo rumsteht. Das ist wohl jetzt so eine Art Trend. Ich bin dabei. Du auch? Also so langsam kriegen wir echt einen Scheunenfund nach dem anderen. Das ist ja echt krass. Aber ja, einen Scheunenfund will ich unbedingt noch haben. Da haben auch ganz viele schon gesagt, das Fahrzeug muss unbedingt jetzt dann bald mal fahren. Aber ich habe mal ja geguckt, das Fahrzeug ist tatsächlich ein Scheunenfund, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Ich sage jetzt auch noch nicht, welches Fahrzeug, aber vielleicht kann sich der ein oder andere schon denken. Es ist auf jeden Fall ein extrem brutales Fahrzeug. Wahrscheinlich das beste Fahrzeug überhaupt im Spiel. Ja. Das gibt's als Scheunenfund. Das war gerade pure Ironie. Ich hoffe, das war verständlich. Uiuiui. So, na, schauen wir doch jetzt mal. Mit dem Serien-Centenario. Hypercars, Herbst, bla, jo, machen wir einfach. 6,3 Kilometer Sprint. Und dann gucken wir doch einfach mal, wie wir uns da anstellen. Und ich merke gerade, in der Zwischensequenz ist Musik. Das heißt so viel wie, ich habe vergessen. Ach, egal. Muss euch nicht kümmern. Beziehungsweise kann ich das hier noch schnell ändern? Ja, kann ich. Wunderbar. Nicht, dass ich euch die Musik nicht gönnen würde, aber ja, YouTube und das rechte System ist immer so eine Sache. So, Schwierigkeitsgrad. Gucken wir gerade mal. Wir bleiben auf Profi. Ja, also klar, ich muss gewinnen. Aber ein bisschen Herausforderung muss ja einfach sein. Ja? Klar kann ich jetzt den Schwierigkeitsgrad reduzieren, aber das will ich nicht. Ja, kommt man hier durch. Ja. Ist auch geil, wie sie... die alle eine Gischt aufwirbeln und da hat gerade ein Lambo sich verabschiedet auf die linke Seite. Uiuiuiui. Sorry an den Noble. Ich hab's eilig. Komm, zieh! Was kann denn schon so ein Bugatti Veyron? Ja, ein bisschen schneller fahren auf jeden Fall als wir. Das gelingt mit dem Sieg. Ich hoffe es mal sehr. Komm, komm, komm. Gut, 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 gut. Gibt's doch nicht. Oh je, nicht mehr viele Kurven. Wir haben zwei Aventadors vor uns. Die müssen doch beide schlagbar sein. Oh Gott, das wird eng. Nein, aber wie knapp ist es wieder nicht reicht, ey. Ich bin der ewige Zweite irgendwie. Das ist ja Wahnsinn. Ja, mit dem zweiten Platz werden wir natürlich die Herausforderung nicht schaffen. Ah. Mann, 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 Mann. Ja, da müssen wir ja gleich nochmal... Vielleicht muss ich doch einen Schwierigkeitsgrad mal runtergehen. Zumindest mal, wenn man wirklich gewinnen muss. Oder halt das Auto perfekt tunen, ja. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So, Stufenaufstieg. Sehr gut. Ja, ich habe ja in der letzten Folge erwähnt, dass ja unser Club voll ist. Und da haben auch ganz viele dann jetzt schon geschrieben, oh... Ja, ich hab's nicht reingeschafft in den Club und tralala. Nochmal der Hinweis, wir haben bereits schon einen zweiten Club eröffnet, ja. PXH 2, PXH Performance, könnt ihr auch schon suchen und beitreten. Der Gründer dort ist ein Martin W. irgendwas. Das ist nämlich der Nickname vom Rampy hier vom Kanal. Also das ist schon korrekt. Der heißt nicht Rampy hier im Spiel, der heißt Martin irgendwie was, ne. So, ja, jetzt haben wir halt natürlich ein bisschen verkackt. Wie gesagt, ich will noch tunen, aber jetzt probieren wir das doch noch einmal
mal richtig. Moment, ich ändere mal kurz den Filter auf die Straßenrennserie. Mal gucken. Ah, da guck mal, da haben wir auch nochmal was gerade um die Ecke. Aber der fährt sich echt richtig gut, ey, muss ich sagen. Richtig schön Grip. Jetzt pass auf, jetzt ändere ich den Schwierigkeitsgrad und jetzt haben die gar keine Schnitte dann wahrscheinlich. Das ist immer so eine Sache. Also normalerweise fahre ich ja immer zwischen, vom Schwierigkeitsgrad her, zwischen, ja, Profi oder unschlagbar, also dem höchsten oder zweithöchsten Schwierigkeitsgrad, aber, ja, irgendwie... Zur Zeit will es mit dem Gewinn nicht so mega klappen. Deswegen machen wir dann halt mal jetzt nur Experte. Ist ja trotzdem gut. Aber jetzt gucken wir mal, ob dann das vielleicht jetzt ein bisschen besser gelingt. Veneno ist jetzt diesmal noch dabei, sehe ich gerade. Königseck. Agera. Auch am Start. Die haben alle ja ein bisschen mehr Leistung. Mein 770 PS ist jetzt nicht schlecht, aber da sind halt Fahrzeuge mit. Boah, ein bisschen mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das war natürlich wieder nix. So, jetzt nicht überheblich werden. So funktioniert das nämlich hier nicht. Ich da mal auf die Sicht wechseln. Der bekomme ich meistens immer ein bisschen besser klar. Ja, ich meine, ich habe auch so vom Gefühl her, ist es auch so, dass die Drivatare vom Anspruch auch echt anspruchsvoller geworden sind im Vergleich zu Teil 3. Habe ich so ein Gefühl. Kann jetzt aber auch einfach daran liegen, dass ich halt noch nicht zu 100% drin bin. Und wie gesagt, wir haben jetzt auch noch nicht so viele Autos getuned, wenn man bedenkt, in Horizon 3 sind wir ja kaum ein Rennen mit dem Serienfahrzeug gefahren. Da haben wir ja eigentlich immer getuned und immer, ich versuche, das Maximum rauszukitzeln. Das hätte ich deutlich später bremsen können, hätte mich wahrscheinlich schon vorbeisetzen können am 918. Mal im Beschleunigungsduell werde ich jetzt gleich Probleme haben. Deswegen muss ich jetzt hier richtig schnell aus der Kurve raus. Damit wir das Rennen gewinnen. So, sehr gut, abgeschlossen, gewonnen. So muss das! Gibt ja trotzdem genug Credits, auch auf dem Schwierigkeitsgrad. So, genau, jetzt haben wir diese Forza Ton Live wieder, diese Geschichte, das ist eben, wenn, diese Daily-Aufgabe, die werden wir, wie gesagt, auch mal noch machen demnächst. Ich meine, wir könnten sie auch, nee, jetzt nicht, das machen wir mal eine Extra-Folge mal, weil das ist ein bisschen eine längere Challenge. Genau, jetzt gucken wir gerade mal, Horizon Live, Herbst, müssten wir ja 1 von 2 haben. Nee, haben wir nicht. Hä? Straßenstreckenveranstaltung. Aber das ist doch das. Oder hat es es noch nicht aktualisiert? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Weil das war jetzt nämlich schon eh meine Sorge, dass das vielleicht das gar nicht ist. Jetzt müssen wir doch nochmal Straßenrennen machen vielleicht. Mal sieht mal, was die nächsten auch Herausforderungen sind. Auch schon mal cool. Ja gut, dann probieren wir halt nochmal ein Straßenrennen aus. Also diese illegale Geschichte. Ups. Also Straßenszene. Dann müssen wir mal gucken, wo die sind. Da oben haben wir jetzt alle. Ja, dann müssen wir ein Stückchen fahren, so wie es ausschaut.
Dann würde ich aber sagen, da tunen wir jetzt erstmal, dass wir das auch erledigt haben zum Festival, jawohl. Und dann können wir ja vielleicht über die Autobahn da hoch pacen. Dann gucken wir doch mal, was wir denn machen können. Oh, wir haben noch einen Scheunenfund, stimmt. Genau, den XJ220 können wir uns ja noch abholen. Das machen wir gerade mal schnell. Ich habe inzwischen alles Mögliche über das Auto rausgefunden. Baujahr 1993, aber die Beschleunigung auf der Geraden kann mit den Supersportwagen von heute mithalten. Willst du ihm die Ehre erweisen? Das werden wir sicherlich mal noch tun, aber nicht jetzt. So, und ja, Upgrades, schauen wir mal, was wir denn so ändern können am Fahrzeug. Wir können tatsächlich auch diesen Racing V12 Motor einbauen, den es jetzt auch sehr, sehr oft gibt, ne? Wenn man bedenkt, man hat ja jetzt immer eigentlich also im Vorgängerteil immer den Aventador Motor gehabt. Würde ja hier nicht viel Sinn machen, aber es gibt jetzt immer diesen Racing V12 Motor. Und, ja, aus welchem Fahrzeug könnte der denn sein? 4,7 Liter Racing V12, jetzt muss ich gerade überlegen, wo ist ein Renn V12? Aus dem Vulcan? Ist es der Motor aus dem Vulcan? Nee, oder? Der Vulcan hat noch mehr Leistung als 559 kW. Und aus dem FXXK kann es auch nicht sein? Gute Frage. Vielleicht weiß es jemand von euch schon, hat sich da schon schlau gemacht. Also, ich würde wahrscheinlich auch, wenn ich danach suche, drauf kommen. Ist auf jeden Fall ein Saugmotor. 559 kW, 520 Newtonmeter, Drehmoment 4,7 Liter. Also würde mich auch mal interessieren, aus welchem Auto der so ist. Ja, wir können Allrad lassen. Wir könnten natürlich einen Twin-Turbo draufknallen. Machen wir jetzt mal nicht. Dann wieder die ganze Forza-Splitter-Geschichte hier ist auch wieder möglich drauf zu machen. Ja, Reifen, klar. Da können wir jetzt die mit der Forza-Beschriftung Offroad oder Trackstar-Reifen oder einfach die lassen. Die sind ja schon auf dem Niveau von Rennreifen, glaube ich, ne? Ja, sind sie. Ja, Reifenbreite, klar. Gucken wir gleich mal. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Wir gucken doch mal, sollen wir mal gucken, wie viel Leistung man rauskitzeln kann. Ob man wieder auf diese extrem hohe Leistungsanzahl kommt, wie im Vorgängerteil. Können wir ja gerade mal schnell machen. Einfach mal, wir müssen es ja nicht kaufen, das Ganze. Wobei wahrscheinlich die meisten von euch diesen Vollaufbau sehen wollen. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, wir kommen auf jeden Fall wieder dahin. Und zwar, wir haben 1161 kW. Nee, da hatten wir mehr, oder? Im Vorgängerteil oder nicht? Ich weiß es selber nicht mehr. Wir gucken gerade mal. Ich rechne das gerade mal euch nochmal aus. Wir hatten auf jeden Fall viel Leistung im Vorgängerteil. 161. Doch, das kommt, glaube ich, hin. Oder hatten wir 1600? Also das sind umgerechnet 1579 PS. Die Frage ist jetzt nur, ob wir dort 1600 sogar haben. Egal. Wir machen es einfach mal. Komm, Leute, ist doch jetzt egal. Warum nicht? Wir machen jetzt diesen Vollaufbau, also mit Turbolader, allem drum und dran haben wir jetzt drin. Aber wenn wir das machen, dann müssen wir auch die anderen Geschichten noch machen. Wobei, da ist schon fast alles drin, ne? Rennfahrwerk ist schon drin, das machen wir nicht. Gewichtsreduzierung wird aber noch gehen. Jawohl. Boah, das sind wir schon in der X-Klasse, ja? Boah, da haben wir ein richtiges Monster. Ja, Kupplung natürlich, alles rein. Alles, was geht. So. Mich würde nur interessieren, ob man aus dem Racing V12 tatsächlich mehr Leistung rauskitzeln kann. Können wir gleich mal noch testen. Die Reifen lassen wir, aber die Breite ändern wir. 275 und 375 hinten. Felgen lasse ich auch mal. Also von außen lasse ich ihn mal Serie. Ja, normalerweise in Horizon 3 war es so, dass man den Splitter vorne noch dran gemacht hat. Dann, weil man vorne ein bisschen Anpressdruck gebraucht hat. Aber ich habe so das Gefühl, dass man in dem Spiel genug Anpressdruck als vorne hat. Ich glaube, die haben das in der Physik ein bisschen verändert. Wir haben nicht mehr so dieses extreme Untersteuerproblem. Upsala. Ja, installieren wir mal. Ist ja eigentlich verhältnismäßig noch ein günstiges Tuning. Ja. Aber wir gucken jetzt gleich mal, wie viel Leistung man theoretisch aus dem V12 Racing Motor rauskitzeln könnte. Würde mich jetzt mal interessieren. Da kann man auch einen Twin Turbo einbauen. Bin ich jetzt mal wirklich gespannt, wie viel Leistung hier geht. Ob da noch mehr Leistung gehen würde. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Das heißt, der Motor wäre ja eigentlich sogar ein Downgrade. Ja, ist auf jeden Fall weniger. Ist auf jeden Fall weniger. Okay, machen wir jetzt auch nicht. Einstellung verwerfen. Und wunderbar. Ja, dann haben wir ein krasses Ding. Wir machen mal ganz kurz ein bisschen Reifendruck raus.
Den Rest würde ich ganz gerne lassen, beziehungsweise wir können, glaube ich, die Geschwindigkeit ein bisschen oder das Getriebe ein bisschen in die Länge ziehen, glaube ich. Gucken wir mal, wie viel Speed geht. Ja, und ich glaube, die imaginäre 430 bis 440 km/h Topspeed ist wieder gegeben, habe ich so das Gefühl. Weil da wurde ich auch gefragt. Ich glaube, das können wir jetzt auf jeden Fall sehr gut testen. Ja, ich glaube, da sind wir ja, Maximum 436,6. Also es wird wahrscheinlich einige Ausnahmen geben, die es besser machen. Aber naja, gucken wir mal. So, das mal aus, mal. Ich glaube, das lassen wir alles mal so. Weil das Ding ist eigentlich gut eingestellt gewesen. Wir könnten höchstens einen Ticken mehr auf die Hinterachse noch geben. Ja, wobei, so viel brauchen wir eigentlich gar nicht, merke ich gerade. So, machen wir mal. Und vorne brauchen wir auch nicht so viel sperren. Machen wir mal 30%. Und beim... Das muss ich gerade überlegen. Ja, doch, der Rest können wir mal lassen. Die Hinterachse darf ruhig ein bisschen mehr sperren. So, wunderbar, Leute. Ja, wer hätte das gedacht? Centenario-Vollaufbau und das schon... Jetzt, bereits jetzt. Okay, das Ding hat Power. So, ich muss eigentlich die Route mal noch festlegen. Ich fahre da schon blind eigentlich hier hin. Mach mal... Ja, komm, mach mal das hier da oben mal. Aber wir fahren gar nicht über die Autobahn, ne? Ich will aber über die Autobahn fahren. Komm, dann setzen wir jetzt die Route hier hin. Vorsicht! Oi. Ja, bei der Leistung ist klar, da muss man erstmal... Wir müssen hier abbiegen. Aber es ist interessant, wenn der V12 Racing Motor, den man jetzt ja ganz viel hat und wahrscheinlich diesen Aventador V12 aus dem Vorgänger setzt beim Motor Swap, eben 888 kW oder sowas, ja, also man hat über 1000 PS auf jeden Fall, aber ich glaube, wir werden nicht mehr so viele V12 Swaps dann sehen, in dem Teil, weil ich glaube, einige werden mit ihrem Standardmotor genauso diese Leistung hinbekommen. Dem her finde ich das eigentlich ganz cool. So, und ich fahre immer falsch in den Kreisverkehr rein. Ja, eigentlich richtig, wenn man es aus deutscher Sicht sieht. So, komm, wir fahren kurz hier mal drüber, dass die Route weg ist. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Aber wisst ihr was? Ich bin mal still. Voller Spiel, Sound, viel Spaß. Alter, 438. Einfach mal aus dem Stand. Na, das wird jetzt gleich eine lustige Geschichte, glaube ich. So, was wollten wir? Das wollten wir fahren. Na, legen wir die Rute mal weiterhin fest. Uiuiuiui. Das wird gleich lustig, glaube ich. Ja, so aus der Cockpit-Sicht gesehen. Fährt er ganz ruhig hier. Ja, da haben wir auf jeden Fall die Sterne voll gemacht. So, ich kürze mal hier ganz kurz ab. Fähigkeitspunkt verdient, dann geben wir den doch mal aus hier. Wenn wir es können, dann tun wir das doch auch.
Weil den Centenario, den gebe ich nicht mehr her. Das ist sicher. Da können wir ruhig ein bisschen investieren. Oh, jetzt bin ich falsch gefahren, ne? Na gut, wir können ja trotzdem hier langfahren. Hä? Okay. Rude verwirrt mich. So, aber jetzt, mit der Veranstaltung muss das doch gelingen. Gut, wir müssen gewinnen, das ist schon schwer genug, würde ich sagen, aber versuchen wir mal unser Glück. Also der Gegner, der gerade rechts neben uns steht, wird keine Chance haben. So viel ist sicher, ein Fokus. Alter, guck mal, die Gegner, was ist bei denen los? Die werden ja null Chance haben. Aber gut, das Spiel wird schon irgendwie cheaten, dass sie trotzdem so schnell sind wie wir, was ein bisschen komisch wäre. Aber guck mal, die beschleunigen ja genauso krass, als ob... Total unrealistisch. Ich glaube, das sind auch gar nicht hier Focus und TTs. Die haben aber das falsche Modell geladen. Ah, das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Oh Gott, ja, wir haben aber auf jeden Fall Probleme. Oh, ich nutze mal kurz ein Flashback. Wir haben auf jeden Fall ja, ein paar Einstellungsprobleme. Also ich muss auf jeden Fall den Maximalaufbau müssen wir im Feintuning nochmal ein bisschen anpassen, dass das Ding gut funktioniert. Weil wenn man das Fahrzeug ein bisschen überfährt, dann macht es echt Probleme. Was ist das jetzt für ein Rennen? Das ist doch voll die Verarsche, ey. Ja, ich glaube, ich muss auch das... Jo, alles klar. Jo, alles klar. Ich glaube, ich muss auch das Diff ein bisschen doch hinten ein bisschen weniger machen. Ich glaube, das sperrt mir dann doch ein bisschen zu viel auf der Hinterachse. Upsala. Oh je, oh je, ist das krass. Aber ich muss wirklich sagen, ich fahre im neuen Teil extrem gerne in der Nacht, weil die Nacht einfach so geil ausschaut. Ich meine, der Tag sieht auch gut aus, aber ihr wisst, denke ich, was ich meine. Ja, genau. Bleib in dieser kleinen, dummen Mauer hängen. Aber ich find's echt lustig, wie die einfach mithalten, die drei Vatara. Da sieht man mal, dass die nicht mit der richtigen Fahrphysik unterwegs sind. Weil ihr könnt mir nie erzählen, dass ein Focus so krass tunbar ist, dass er mit so einem aufgebauten Centenario mithalten könnte. Fuck, ich hab... Ey, das gibt's nicht. Sorry für diese vielen... Ich dachte, der Checkpoint geht rechts rum und nicht links. Ich dachte... Weil ihr seht ja jetzt ab hier, dass das rote Licht die rechte Wand anleuchtet. Und ich dachte, das rechte ist der andere Checkpoint in dem Moment. Ich habe das zu spät realisiert. Deswegen Entschuldigung für diese vielen Flashbacks. Ich möchte die eigentlich nicht so oft nutzen. Aber ja. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt hoffe ich mal, dass der Fortschritt auch geklappt hat. Ja, guck mal, wie viel wenig Leistungsindex die eigentlich haben. Also deswegen kann das ja eigentlich gar nicht sein. Da, die cheaten doch. Die cheaten doch alle. Straßenrennszene Runde 5. Okay. Sprich nicht von der Straßenszene. Okay. Jetzt wird's ernst. Du bist zwar weiter, aber ein paar der besten Fahrer sind schon rausgeflogen. Tja, was soll ich sagen? Hier kommen nur die Schnellsten weiter. So, jetzt gucken wir doch mal, ob jetzt der Fortschritt geklappt hat. Nee, immer noch... Hä, okay, dann keine Ahnung. Dieses Ding wirkt, als könne es sich mit dem Kampfschnitt messen. Im Lamborghini Straßen, Streckenveranstaltungen... Okay, dann keine Ahnung, warum das hier nicht funktioniert. Also, upsala, hier sind wir. Das habe ich doch jetzt gemacht. Hm. Das ist jetzt echt eine gute Frage, aber was habe ich jetzt falsch gemacht?
stehen halt auch nicht mehr Details da. Das ist das Problem. 2 Straßenstreckenveranstaltungen gewinnen. Ja, aber mehr Straßenstreckenveranstaltungen gibt's doch nicht. Also, das war jetzt die Straßen 10. Und das ist eine Straßenrennserie. Straßenstrecken. Gibt's noch was anderes? Eigentlich nicht, oder? Oder warte mal. Es gibt ja einmal den Sprint und einmal gibt es den Rundkurs. Gerade eben sind wir einen Sprint gefahren. Okay, jetzt machen wir noch einen Rundkurs zum Ende. Gucken, ob wir damit vielleicht eine Chance haben. Ansonsten keine Ahnung, ob ich irgendwie da was falsch interpretiert habe. Wie gesagt, vielleicht habt ihr ja eine Ahnung, woran das liegt, aber ansonsten. Auch egal, haben wir halt ein paar Rennen damit gemacht. Okay, gegen den Senna wird das natürlich lustig. Aber aus dem Stand klappt das schon mal gut. Sorry. Ja, ich glaube auch hier wieder, der Maximalaufbau braucht, glaube ich, auch wieder diesen Forza-Split da vorne. Also gerade beim Anbremsen fehlt dann vorne doch ein bisschen der Anbremsdruck. Aber ich würde den Centenario jetzt auch nicht unbedingt immer mit diesem Vollaufbau fahren wollen. Dazu hat er zum Beispiel in der Serie viel, viel mehr Spaß gemacht, was das Fahren an sich angeht. Ja, von der Beschleunigung und so weiter, ohne Frage, ist das Ding natürlich eine absolute Waffe. Und ich sollte vielleicht nicht vergessen, die Kurve zu fahren. Konzentration, Ray. Da macht er sich breit und dick. Aua. So, auch in die letzte Runde. Ja, oder der Forzaton verlangt, dass wir das im Multiplayer irgendwie schaffen oder so. Oder, ja. Bin echt am Grübeln gerade. Das finde ich halt immer so ein bisschen blöd an diesen Forzaton-Geschichten, dass manchmal das nicht so genau dasteht, was man machen muss. Also im Prinzip steht es genau da, aber im Prinzip halt auch wieder nicht, weil anscheinend funktioniert es ja nicht so, wie wir es machen. So, sehr schön. Damit haben wir das abgeschlossen. Jetzt gucken wir ein letztes Mal, ob jetzt tatsächlich was da gewertet wurde oder nicht. Ansonsten, keine Ahnung. Einfluss gewonnen. Sehr schön. Ein Level Up haben wir auch nochmal. Und ein Wheelspin. Ja, ja. Ja, okay. Auch okay. Ja, den GTS oder aber den SLS. Der SLS ist genauso gut. Nehme ich auch sehr gerne mit in den Fuhrpark. So. Jetzt gucken wir nochmal. Jetzt hat's gezählt. Also muss es wohl oder sind es wohl tatsächlich die Rundstreckenrennen. Okay, boah, das muss man auch erstmal wissen. Gut, das werde ich natürlich jetzt nicht mehr machen. Ich denke mal, ich werde die wöchentliche Aufgabe wahrscheinlich offscreen machen. Oder wenn man, wie lange ist sie noch? 3 Tage? Die könnten wir sogar im Livestream machen, denn es wird ja heute Abend einen Multiplayer-Livestream geben, aber das meine ich damit nicht, sondern ich werde
morgen am Dienstagabend auch nochmal einen Stream machen und dann halt nicht Multiplayer, sondern so unter uns. Und dann können wir da ja weitermachen. Wenn ihr Bock da drauf habt, dann können wir ja gemeinsam so ein bisschen nochmal mit dem Centenary unterwegs sein. Dann kann ich ja nochmal ein bisschen ins Feintuning gehen und sonst so euch ein paar Sachen zeigen. Ja, das glaube ich ist eine coole Idee. Ich bin jetzt aber auf jeden Fall raus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen mit unserem über 1500 PS starken Centenary. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.